Hallo und willkommen zurück zu Ayuden Chronicle Folge 63. Ich habe keine Ahnung, was ich als letztes vorhatte. Ich habe ein bisschen mehr Vampire's Dawn aufgenommen als Ayuden Chronicle, ich gebe es ja zu. Aber das liegt natürlich nur daran, dass Vampire's Dawn halt gerade in einer sehr interessanten Stelle Story-wise ist. Und eigentlich würde ich gerne Vampire's Dawn aufnehmen, aber wenn ich jetzt hier nicht Ayuden aufnehme, habe ich keine Folgen für euch. Das wollen wir ja nicht. Nee, ich bin mir sicher, das hier holt auch wieder auf, weil die Story ist auch eigentlich ziemlich gut. Nur wir sind halt gerade in dem Gameplay-Part, wo man halt die ganze Zeit nur Charaktere kennenlernt. So, geh jetzt nochmal geheim in Eingang im Wald im Südwesten. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier nach unten gehen und auf meinen Zettel gucken. Was ich denn alles noch machen will, kann, soll, darf. Vor allem muss ich mal hier nach meinen Berichten gucken. Ihr habt mir geschrieben, dass ich noch zwei Sachen machen soll. Fertig. Stein, Eisenerz, Platinerz, Süßigel. Was ist denn Süßigel? Und will ich das wissen? Wahrscheinlich nicht. Marisa, hallo. Mit dir soll ich reden, wurde mir gesagt. Oh. Hey, Noah. Everything okay? What do you mean? I don't know. You look a little distracted. Yeah, maybe. I guess I can tell you. There's been some griffin sightings. Here one day, there the next. You know how it is with rumors. So, you want help hunting the griffin down? No. But the way people have been describing it... I keep thinking... What if it's him? Bobby B. Hm? I keep thinking, what if it's him? Bobby B. Okay. Irgendwas hat sie noch, was ihr auf dem Herzen liegt. Ich kann ihr jetzt aber, wenn sie mir nicht alles sagt, halt echt einfach nicht helfen. Mir wurde gesagt, ich soll noch in den Vorhof gehen. Jetzt ist so die Frage, was genau ist der Vorhof? Ist das entweder, na wobei, das ist der Friedhof. Das hier wird es nicht sein. Ich rede trotzdem mal mit ihr. Say. Ich werde jetzt gewählt, König Jan, ich war immer hinter ihm her. Ich werde ihn nicht entkommen lassen. Ja, mach das mal. Mach du mal dein Ding. Dann ist das wahrscheinlich nicht der Vorhof, sondern links von uns vermutlich. Da, wo der... Was heißt denn der? Der Trainer-Typi ist. Da, wo der Trainer-Dude ist, da muss ich hin. Schätze ich. Ach, ist tatsächlich ein Event. Events. But it's kind of hard to refute when there's a witness. He said west, so doesn't that mean... Westen. Brother, I am not hunting a dragon. No stinking way. They can ask Gar or Mio or somebody else who won't get turned into roast giblets in 3 seconds. Hey, das sind Soldaten, die tatsächlich Hirn haben. Das gibt's ja nicht. Well, they're gonna need an escort, at least. Hey, what's wrong? Something happened? Oh, Commander, you're not gonna believe this, sir, but there's been a dragon sighting. Yeah, and it sounds like it's behaving erratically. A hunter found it in the woods, and while it didn't attack, it wasn't too friendly when he tried to approach. Okay, probably should take care of that. Do you know the location? Yeah, it's the... What'd you call that road the Guardians use? The old roads, the elbow. Oh, I hate geography. Anyway, it's out in that direction, sir. The old road. Got it. Thanks for stepping in, sir. The hunter who reported the sighting mentioned a glow that looked like raw lens. You might want to take along an expert on that. Eine unbearbeiteten Linse. Raw lens. Who would know the most about that? Wollte gerade sagen, unser Händler wahrscheinlich, ne? I heard you guys talking. A dragon imbued with raw lens? That could be very interesting. Mind bringing me along when you go investigate? Klar. Also actually machen wir das wohl dann jetzt sofort direkt. Okay. Gut. Wo ist denn mein Dude Ymir?
I have things to do, you know. Immer. Also. Da ist er, tüftelt eine Runenlinse in der Gruppe und erhöht die SP jedes Moment um 1. Bin noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden mit unserer Party, aber das ist ja nicht so schlimm. Die wird ja eh nochmal umgestellt. Wisst ihr was? Wir gehen da jetzt tatsächlich als erstes hin. Bevor wir dann mit der Mbaba, hieß sie so? Mbaba? Reden, die Wahrsagerin, die uns dann vielleicht noch sagen kann, wo wir den ein oder anderen Charakter finden. Vielleicht können wir ja auch Lean schon die ganze Zeit rekrutieren. Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich blind, taub und halt ein Lappen bin. So, wie teleportiere ich nochmal hier? Eltisweiß, Bergpfad, Widerstand, Kopfgeldhügel. What? All right. Ist das nicht hier? Himmelszeit, nördlicher Wald, Runenhügel, bla bla bla. Wird wahrscheinlich hier einfach westlich sein. Über die Südbrücke und durch zum Geheimgang. Ja, vielleicht soll ich auch den da drüben in die Mainquest weiter. Vielleicht ist das, was die Wachen umschrieben haben. Ich habe keine Ahnung. Aber muss ja, ne? Ja, weiß ich nicht. Egal. Dann gehen wir da gleich hin. Dann gehen wir jetzt trotzdem zuerst zur Wahrsagerin. Schauen mal nach, ob wir noch jemanden rekrutieren können. Ich habe auch noch ein paar Leute aufgeschrieben. Einige können wir noch nicht rekrutieren, weil wir noch zu schwach sind oder weil irgendwas anderes fehlt. 9600 Barkball erhalten fürs Nichtstun. So mag ich es am liebsten. Gute Frau, wir brauchen ganz dringend deine Assistenz. What will you see? Jetzt, da du ein wahrer Kreisilier bist, weißt du, was du zu tun hast. Dreh immer weiter und ihr werdet aufeinander treffen. Okay. Dr. Cork, wissen wir auch, wo er ist, aber was muss ich tun, um ihn zu rekrutieren? Ach Gott, stimmt. Zippity, zappity, zappity du. Ich sehe einen Vortex, eine große Spirale in einer Stadt mit einem Springbrunnen. Erwarte dich in der Mitte des Wirbels. Gut, das ist auch sehr ungenau. Ich weiß zumindest, wo es gemeint ist. Clark steht in der Stadt, die wir jetzt gerade noch nicht betreten können. Shablooey! Snibbidi-Doo! Stehe, ein Bühnenort in einer Aschestadt, wo der Schnee sein Herz betrübt. Okay. Gut, es fehlen noch einige Charaktere. Scarlet ist, glaube ich, in der Wüstenhai-Stadt, was Sinn macht, weil die sind ja da. Diese Shia-Kriegerin, die auf einem purpurnen Schiff die große Sandweide besegelt, ist noch nicht gewillt, dir zu helfen. Okay. Fuck you then. Lala wartet auf den Big Score. Was auch immer das bedeuten soll. Das habe ich aber so aufgeschrieben. Das hat sie uns auch genau so gesagt. Ihr Glück könnte glatt eine Wette wert sein. Das wird dir ja... Das wird der Stadt jedenfalls mit Goktos Gilde beim Wachsen helfen. Gerade ist sie betrunken im Gasthaus der Sprungbrunnen statt. Mit der Stadt jedenfalls mit Goktos Gilde beim Wachsen. Aha, also brauche ich die für Goktos. Achso, vielleicht jetzt, wo ich die anderen Dudes dabei habe. So, was mit meiner Schwester? Wo ist die? Wo chillt Lean? Meinst du, hier sehe ich nichts, aber ich habe gesehen, dass ein anderer Pfad offenbart wird, wenn alles andere gesammelt ist. Aha! Dies ist also der letzte Charakter, den man kriegt, wenn man alle anderen Charaktere hat. Na, das ist ja insane. Okay. Ja gut, dann haben wir noch was zu tun. Dann würde ich sagen, check ganz kurz nach Eltisweiß und schau, ob sie rekrutierbar ist. Also Lala oder wie sie heißt. Und wenn nicht, dann gehen wir zum Mainquest. Oh, ist zumindest eine Sequenz. Noah! Is it true? Because I hear
hear your guild is rolling in the biggest scores, and that makes your friend, me, very excited for our future. Uh-huh. If you're drowning in that much bakwa, then let me dive in too. I am talking about you bringing me on as a guild deputy. You want to kick back, get rich real quick? 'Cause that's my mantra. I practically trip over the best treasures by accident, or my name ain't, whatever it is. Jo. Ja, vertraue ich auf jeden Fall mein Geld an. What I'm trying to say is you can bank on me. Ach, komm mit dazu. You have a place with us. Woohoo! Finally! Room and board. I'll have the chicken skewers, please. I've made a terrible mistake. Yep. Don't you give me that I've terrible whatever, 'cause I am rock solid. When I rake it in, you rake it in, and she rakes it in. Rakes for everyone. Oh, Larla, that's my name. Drinks are on you tonight. Willkommen, Larla. Ein weiterer alkoholisierter Charakter. Ist das nicht schön? Die kann sich direkt mit What's-His-Face, dem älteren Speertypen, zusammentun. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz fix in den Widerstand innen. Game ist halt ein Management-Game, das darf man nicht vergessen. Wir haben einen weiteren Charakter. Können wir auch wieder abhaken, das ist gut. Jetzt, wo ich von dem Drachen erfahren habe, kann ich nochmal mit dir reden. Ne. Ich dachte, Greif, Drache ist nicht ganz so weit auseinander. So, könnte vielleicht funktionieren. Platinerz fehlt mir noch für das Militär. Ihn brauche ich fürs Theater, damit ich dann auch die Missionsskill weiter ausbauen kann. Luck fehlt mir noch. Sie fehlt mir noch. Platin. Ja, mir fehlen auf jeden Fall eine Menge Materialien. Die sind auf jeden Fall dabei, das Zeug zu sammeln. Dann muss ich es nicht sammeln. Das trifft sich ganz gut. Epischer Erfolg. Platinerz, ausgezeichnet Lack. Vielleicht habe ich jetzt schon genug, weil ich muss das ja abholen aktiv. Wenn ich mich nicht täusche. Ich kann ja irgendwas bauen. Ja, guck mal. Die Bronzestatue in Burg auf. Den Nummer 1 Helden der Rangliste darstellt. Ich weiß halt nur nicht, was das bedeutet. Aber ich meine, schaden kann es ja auch nicht. Also, wir machen es einfach mal. Stabil. So, wen stellst du da jetzt hin? Und vor allem wo? Weißt du, das wäre jetzt mal relevant gewesen, zu sehen, wo es steht. Und jetzt hat es mir das nicht gezeigt. Ist es hier drin? Nee. Entschuldigung. Keine Ahnung, wo das sein soll. Egal. Ich werde es schon finden irgendwann. In der Burg, sagt es mir auch, ne? Ist halt, das ganze Ding besteht aus Burg. Ach, keine Ahnung. Vielleicht? Nee, aber hier werde ich auf jeden Fall mal eine Rede halten. Das ist ja dafür gemacht. Holy. Aber ich bin nicht dafür gemacht, Reden zu halten. Oh Gott. Ich dachte halt, hier würden dann die Bronzestatuen stehen vom Number One Hero. Na gut, okay. Leute, es wird spannend. Wir gehen jetzt tatsächlich endlich, ich kann es kaum glauben, zur Main Quest. Das bedeutet, wir gehen Richtung Düsterwald. Und gehen dann vom Düsterwald aus Richtung Main Quest. Ist also gleich um die Ecke. Vielleicht ist da auch nebenbei noch ein Drache, weiß man ja nicht. Ja, ich werde auch niemals in den Random Encounter geraten, weil das wäre überhaupt nicht mein Stil. Ah, die Elchstraße, perfekt. Dann ist da tatsächlich der Drache. Das ist gut, dass ihr mir geschrieben habt, dass ich da zuerst mit den Leuten reden soll. In der Schlosshalle. Schlosshof heißt das Ding. Ja, die Eldroad ist just ahead. Which will take us to my village, Yarnan. Nordstar is just a short hop from there.
The Eld Road? That's right. The Guardians have a sworn duty to protect everything beneath these trees, and the Rune Barrows especially. People say the Eld Road is actually a part of those ruins. However, we mostly use it now to monitor and defend key sites throughout the forest. It's a handy way to get around. Still, there are plenty of monsters hanging around, so stay on your toes. Sounds good. Now let's hurry and put a stop to whatever the Empire's up to. Come on! Agreed. They've done enough harm already. Aber sobald wir eine einzige Ablenkung finden, bin ich auf jeden Fall abgelenkt. So, das heißt nochmal speichern. Und jetzt finden wir tatsächlich mal ein paar Encounter, die wahrscheinlich nicht ganz so leicht sind. Die Karte ist ein ganz natürlicher Weg. Hey, vielleicht finden wir hier auch neues Holz. Neue Kisten. Anti-Versteinerungsschal. Oh boy. Hoffentlich wird das nicht relevant hier. Ah, Versteinerung. Ja, wir machen das wie sonst, oder wie ich es mir jetzt angewöhnt habe oder angewöhnen will. Wir machen ein paar Random Encounter zusammen, damit ihr seht, was hier für Monster sind. Und dann werde ich die wahrscheinlich größtenteils rauscutten. Weil spannend sind die halt im Normalfall nicht. Du hast keinen AOE, ist das soweit richtig? Ja, aber du kannst einschläfern, das können wir vielleicht nutzen. Du... Gegnerische Reihe Schaden zu, gewährt Verbündete im Schadensbonus. Mach doch einfach mal darin. Du hast tatsächlich keinen AOE. Du kommst an die Schatztruhe ran. Schwertregen kostet zu viel, aber verleiht einmalige Immunität gegen alle Angriffe auf alle Verbündete. Kosten 110 MP. What? Achso, und ich habe ihm Erde gegeben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann ihn und Hildi dabei habe. Warum kann ich den nicht... Warum ist Marisa vorne? Warum ist er hinten? Huh. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihn und Hildi dabei habe, macht es ja irgendwie mehr Sinn, wenn er ein anderes Element hat als Hildi. Sonst finde ich das langweilig. Oh, nice. Okay, die sind ja easy. Okay. Boom, Gewalt. Nicht eingeschläfert. 85 Schaden. Okay, aber die Truhe gehört mir. Ist wahrscheinlich nur ein Rezept drin. Salatrezept, ja. Na gut, dann können wir jetzt hier einfach durchklicken. Alle können durchklicken, bis auf Sane. Der kann ja... Ach nee, der kann ja nicht. Ich wollte gerade sagen, der kann ja dann in der Zeit unseren Zwerg heilen. Aber Sane hat ja gar keinen Heal mehr. Der ist ja jetzt Erde. Das war dann gewöhnt. Boom's dann. Come on! Think I'll end it here. A walk in the park. Runde der Rüstungsdurchbrechung, okay. Wie viele Erfahrungspunkte geben die auch nicht, aber das ist alles, wie gesagt, nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, dass jetzt Zane wieder auf der richtigen Position in der Party ist. Nämlich mit Marisa hier tauscht. Weil Zane hat nämlich kurze Range, der kommt nämlich sonst gar nicht ran. Okay. Hier war großartig nichts, genau was ich gesucht habe. Mir gutes Holz, ausgezeichneter Lack, nice. Nice, 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 nice. Da ist ein Drache. Pubi! Oh. Also existieren sie wirklich? Also hat der Wachmann nicht die Unwahrheit gesagt. Ich habe gar keinen Heiler. Ja doch, ich hab einen Heiler dabei. Warte mal. Einmal hier. Fertig. Lass das Gelaber und passt auf. Einen Moment, ich kann keine Magie verwenden. Bei Luftangriffen bin ich erledigt. Ja, dann wirst du halt zum Itemschmeister degradiert. Aber der Drache ist wahrscheinlich hier, nicht wahr? Jo. Oh, ist der cute! Look at him! Well, there's the dragon we heard about. Ist gar nicht so groß. Chandra? Wie die aus Magic? Whoa. Okay. Okay.
It doesn't want anyone near it, that's for sure. And I'm not pushing my luck. Whoa. Just look at that shine. Kann ich den rekrutieren? I know what's happening here. This is spontaneous lensosynthesis. Spontaneous what now? Raw lens is pure condensed magic, right? It's what powers the rune lenses. In today's world, we only know how to use it as a power source, but there used to be technology that let people craft finished rune lenses from the raw material. One theory is that the people who built the rune barrows had that technology. Anyway, sometimes raw lens is created spontaneously inside the ground, or, in rare cases, inside living things. So, okay, then the reason the dragon is shining is because raw lens spontaneously formed inside it, no question. But there's one icky little problem. Mm-hmm. What's that? It's lost control of itself, and it's really pissed off. We go! Okay, der ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so krass. Der ist ja relativ klein. Dann kann ich den ja schläfern. Freundschaftskombo ist mir nicht genug. Das heißt, du greifst mal... Rüstungswerte aller Verbündeten erhöhen. Vielleicht auch, wenn man keine Rüstung hat. Ansonsten profitieren davon halt nur Garou und Sane. Du darfst dich aufladen. Deine Strategie kennen wir schon. Nee, warte, das ist nicht, was ich suche. Habe ich nicht irgendwas Tolles? Gewährt Verbündetem Schadensbonus. Yes. Und Aktionsgeschwindigkeit. Let's go. Du kannst nur drauf schießen. Noah hat jetzt auch nichts zum Buffen. Ah doch, klar, natürlich hat er was zum Buffen. Das ist, glaube ich, der Angriffsbuff, den er nur auf sich selbst machen kann. 134. Der ist zweimal dran. Alarm. Ganz furchtbarer Alarm. Let's do this. Eins. I got you. In Zahlen eins. Here. Wie meinst du eins? Hanks. Oh, es hat tatsächlich alle Rüstung bekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Ist ja voll gut. Okay, du legst den. Ihr macht eine Heldenkombo. Du lädst weiter auf. Und du darfst. Ein potentes Heilkraut auf Stain schmeißen, damit er nicht one-shotted wird. Aber dann bist du erst nach dem Drachen dran. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Glück. Und Crit. Boom! 400 Schaden. Stain ist tot. It's in your hands. Großartig. Der eine Charakter, der nicht hätte angegriffen werden dürfen, wurde angegriffen. Von 6 Charakteren, by the way. Okay. Du greifst normal an. Du hast zweimal aufgeladen. Du machst deine Zwergen-Kombo. Du bist als erstes dann, das heißt, du schmeißt als erstes die Überlebensmedizin. Und Noah schmeißt mal einen Wiederherstellungsrauch auf alle. Dann sollten wir alle wieder gut sein. Wichtig ist, dass die Zwergin jetzt gleich wieder hinten steht. Ich glaube, erst nach der Runde. Ha! Das war eine Menge Schaden. Das war eine sehr viel zu hohe Menge Schaden. Wir beleben wieder. Du darfst mal... Wir schmeißen einfach zwei Wiederherstellungsrauch. Und wir hoffen, dass es auch was taugt. Aber ich fürchte ja, dass ich jetzt wahrscheinlich tot bin. Das ist so unfortunate.
Es ist so unfortunate manchmal. Aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wir leben. Das ist der Großteil der Party ist am Leben. Du machst guten Schaden. Du greifst an. Du machst nicht so guten Schaden. Kannst aber... Mach mal einen... Ja, mach mal Immunität auf alle. Du bist aber halt erst nach dem Drachen dran. Du musst aufladen, dann überlebst du wahrscheinlich. Marisa darf mal verteidigen. Und sie hier darf Noah wieder beleben. Oh! Gott. Ich hoffe, das zählt jetzt auch für die nächste Runde. Boah, 63 Schaden ist zu wenig. 63 Schaden ist definitiv zu wenig, aber wir sind jetzt erstmal unverwundbar. Das ist gut. Dann All-Out-Attack. Hier Helden-Kombo auf jeden Fall. Du musst nochmal aufladen. Und du schmeißt nochmal einen Wiederherstellungsrauch, dann sind wir gleich wieder voll. Der macht jetzt Schaden. Macht er ja nicht wirklich. Hup. Wieder ein kritischer Treffer. Sehr gut. Gut, gut, gut. So, der ist jetzt als erstes dran. Du greifst weiter an. Ihr könntet nochmal eine Helden-Kombo machen. Ich glaube, das werdet ihr auch tun. Du bist... Ich glaube, du bist zweimal aufgeladen. Du kannst mal einen mächtigen Schlag machen. Du hast wahrscheinlich... Also du hast 50%ige Chance zu verfehlen, aber vielleicht ist uns das Glück ja hold. Und währenddessen kannst du... mal... mystisches Weihwasser auf Sane schmeißen. Dann kann er gleich nochmal unverwundbar machen. Alle leben. Oh, dreimal hintereinander weggekrittet, aber das reicht einfach vom Schaden her nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon besiegen sollen. Oh, er liegt am Boden. 760 Schaden, sehr gut. Oh Gott sei Dank. Piece of cake indeed. Wir sind nicht ermordet, wir haben ihn nur besiegt. Ich habe alles verbraucht, was wir hatten. Holy. Did we beat it? Beat a dragon? Oh, you're funny. Forget the fact that it's a dragon imbued with raw lens. It just needed someone to snap at. My guess is that it was struggling with the anger welling up inside and it needed a way to vent. And there's your proof, see? It's calmed down a little. I think it's starting to adjust to the lens. Adjust? Right, so. One of the side effects of spontaneous lensosynthesis is that it triggers a kind of power surge at first. The host loses control of itself. But if the host manages to adjust, then the power becomes its own, a natural extension of its own body. The bigger and tougher the host, the more room that power has to grow. That said, our bodies don't always play nice with us. There's always a chance the raw lens could trigger another surge. So, it has to live with that? Forever? Huh? What's happening? Noah geht einfach hin. Dritter Abkömmling. Danke dir dafür, dass du meinem Kind Schutz bietest. Dritter Abkömmling? Noah's lens absorbed the raw material? Whoa there. I'm glad you're in better spirits. That's a good dragon. My name is Noah. What's yours? Chandra? That's a beautiful name. Girl? You're a girl? Okay. Hey, I'm sorry if we hit you too hard. I think you're the one who's punched drunk. You're talking to dragons now? When I made contact with Chandra's lens, I could sort of...
sense a little bit of what she's thinking. I don't know. Maybe I imagined it. Really? You want to come along with us? Yes, of course. That would be amazing. Oh mein Gott, ja. Das war nur ein Joke. Juhu, let's go. Legendärer Drache. Also so legendär ist er nicht, aber wir haben ihn dabei. Holy cannelloni. Er gewährt nicht mehr. Drachenauflaufrezept. Für Drachen? Aus Drachen? Wie ist es denn nun? Oh mein Gott, wir haben einen Drachen rekrutiert. Ich werd nicht mehr. Bin ich froh, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Oh mein Gott. Aber nehmen wir die jetzt direkt mit. Die braucht bestimmt 2 Slots. Ich mache hier mal einen Cut, überlege es mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.